Alle zusammen. Ich bin Antje vom Raum für Yoga und habe eine Sequenz vorbereitet für Anfänger, aber auch Geübte können die üben. Die tut gut. Es sind 3 Stehhaltungen, Hüftöffner und 2 Drehhaltungen im Sitzen und eine Bauchmuskelübung. Wir brauchen nicht viel, wir brauchen einen Stuhl und eine Decke und eine Matte und 2 Klötze. Wenn man die nicht hat, kann man auch Bücher nehmen, die gleich dick sind. Das sind diese Klötze. Also, es geht direkt los mit dem Stuhl. Fangen wir an. Viel Spaß. Ich fange heute an mit einer Rückenausstreckung. Platziere die Hände auf die Sitzfläche deines Stuhls und streck dich nach hinten aus. Die Beine sind in einer senkrechten Ebene, hüftweit oder mattenweit, Fußaußenkanten parallel und beug direkt die Beine leicht, drück die Fersen umso mehr, bring den Brustkorb vor. Streck die Finger und streck in Zeitlupe die Beine. Mach das nochmal. Bei gebeugten Beinen kannst du die Bauchseite mehr lenken. Bring den Brustkorb vor, dreh die Schultern weg vom Nacken. Du kannst auch den Kopf leicht heben. Läng die kleinen Finger, die Ringfinger und streck in Zeitlupe wieder die Beine. Halte diese Länge in der Bauchseite. Und komm nach vorne. Es geht direkt weiter mit der Stehhaltung Trikonasana. Ich mache spiegelverkehrt und spreche für euch. Ihr bringt den rechten Fußballen erhöht auf einen Klotz. Die Hände sind noch am Stuhl. Hinterer Fuß ist ausgedreht. Beide Beine strecken und zieh die Zehen hoch im rechten Fuß. Zieh die Kniescheibe hoch und bring dann die linke Hand in die Hüfte. Öffne die Hüfte nach links, die Schulter, linke Schulter zurück und drück die linke Ferse ganz besonders. Sei im hinteren Millimeter der Ferse. Drück sie in den Boden, lass das durchs Bein wirken. Bis zum Gesäß, bis das dadurch eine Streckung in der Bauchseite entsteht. Dann bring den rechten Arm parallel zum Boden, streck die Finger. Fingergelenke verriegeln, Ellbogengelenk verriegeln, heb den Brustkorb und bring dann den Arm hoch. Und heb dich auch aus der unteren Schulter. Beide Ellbogen verriegeln. Kinn ist erst in Linie mit dem Brustbein und dann schau hoch zur oberen Hand. Drück gleichzeitig die linke Ferse im hinteren Millimeter, drück sie in den Boden. Bring die Länge in die Bauchseite, heb den Brustkorb, schau wieder nach vorne. Nimm die Hand in die Hüfte, dreh dich zum Stuhl, nimm die Füße zusammen. Und wechsel. Bring den linken Fußballen erhöht auf die Kante vom Klotz. Rechter Fuß ist auswärts gedreht. Beide Beine strecken, such den richtigen Abstand. Eine Beinlänge in etwa. Dann bring die rechte Hand in die Hüfte. Bring den Ellbogen nach hinten. Roll den rechten Daumen abwärts, heb dadurch den Brustkorb. Drück die linke Hand in den Stuhl, heb dich aus der linken Schulter, heb dadurch auch nochmal den Brustkorb und drück die rechte Ferse. Sei im hinteren Millimeter der Ferse. Dann streck den rechten Arm weg, streck die Finger, streck den Ellbogen. Beide Ellbogen verriegeln. Dann bring den rechten Arm in Verlängerung des linken. Zieh die Schulterblätter ran, heb den Brustkorb. Drück nochmal die rechte Ferse. Lass das durchs Bein wirken, schick die Länge in die Bauchseite, Nasenwurzel rück und schau hoch zur oberen Hand. Rechte Ferse drückt, damit das Gesäß ranzieht. Linke Ferse drückt sowieso. Dann schau wieder nach vorne, bring die Hand in die Hüfte, komm zum Stuhl und schließ die Füße. Und komm zum Stehen, wechsel die Seite. Ähnlicher Aufbau, der rechte Fußbein ist wieder erhöht.
Nur das rechte Bein darf beugen und soll gegen den Stuhl drücken können. Deswegen muss der Stuhl recht nah ans Bein. In dieser Version bleibt der rechte Arm gestreckt. Drück die Hand in den Stuhl, heb dich aus der rechten Schulter, heb dadurch den Brustkorb. Bring den linken Ellbogen zurück, roll den linken Daumen abwärts, heb dadurch nochmal den Brustkorb, streck dann den linken Arm weg. Streck auch die Finger bis in die Fingerspitzen, bring den Arm in Verlängerung des rechten. Dreh die Handfläche hoch und bring den Arm zum Ohr. Drück die linke Ferse deutlich in den Boden, dass die Bauchseite nach links zieht. Gleichzeitig drückt das rechte Knie an den Stuhl und die rechte Ferse so in den Boden, dass der rechte Sitzknochen rankommt und nicht nach hinten ausweicht. Und heb dich nochmal aus der rechten Schulter. Heb dadurch den Brustkorb. Und schau nach links hoch zur Zimmerdecke. Dann schau wieder nach vorne, bring den Arm zur Seite und setz die Hand in die Hüfte. Dreh den rechten Fuß runter vom Klotz. Bring die Hände in die Hüften, Finger vor der Brust zusammen und schließ die Füße. Dann wechsel die Seite. Bring den linken Fußballen erhöht auf die Kante. Schau, dass der Stuhl nah am Bein ist. Wenn du es beugst, muss das Knie an den Stuhl drücken können. Ja, beug das linke Bein schon mal direkt. Stütz die linke Hand auf, aber heb dich aus der linken Schulter. Dann streck direkt den rechten Arm weg. Streck auch die Finger, den Ellbogen. Bring den Arm höher. Streck nochmal beide Ellbogen. Dreh die obere Handfläche hoch und zieh den Arm weiter zum Ohr. Und drück nochmal die rechte Ferse in den Boden. Bis das durchs Bein wirkt zum Gesäß, bis die Länge in die Bauchseite wandert, heb den Brustkorb, Nasenwurzel zurück und schau nach rechts hoch. Gleichzeitig drück das linke Knie gegen den Stuhl, drück die linke Ferse in den Boden, dass der linke Sitzknochen rankommt und dadurch nochmal eine Länge in die Bauchseite wandert. Auch die Hüftöffnung entsteht dadurch. Dann schau wieder nach vorne, bring die rechte Hand in die Hüfte, dreh den linken Fuß runter vom Klotz und schließ die Füße. Ja, jetzt folgt nochmal eine Rückenausstreckung, ähnlich wie am Anfang, aber mit gestützter Stirn. Bring die Unterarme übereinander, greif die Ellbogen, leg die Stirn auf die Unterarme und grätsch die Beine. Stell die Füße parallel zueinander, außerhalb der Matte. Beug die Beine leicht, drück dabei aber die Fersen und bring dadurch Länge in die Bauchseite, bring den Brustkorb vor, auch wenn die Stirn aufliegt. Halte diese Länge und streck langsam die Beine. Zieh dann die Kniescheiben hoch. Zieh die Oberschenkel hoch und dann heb den Kopf, wechsel die Arme, leg die Stirn wieder auf, beug wieder die Knie, drück nochmal die Fersen, drück die Fußaußenkanten und die Fersen und streck in Zeitlupe die Beine wieder, bis die Kniescheiben hochziehen, Oberschenkel hochziehen, Leisten hochziehen, nur die Außenfersen drücken abwärts. Den hinteren Teil der Fersen abwärts drücken. Und heb den Kopf, komm zum Stehen, schließ die Füße und hol dir dann die Decke vor den Stuhl. Knie dich in dieser Form, Knie sind geöffnet, große Zehen berühren sich. Leg nochmal die Stirn auf die Unterarme. Gesäß ist auf den Fersen. Lass die Schultern runter, heb den Brustkorb. Die Haut am Rücken abwärts. Dann heb den Kopf und wechsel die Arme. Leg die Stirn nochmal ab. Die Haut am Rücken abwärts. Bauchseite hebt. Dann heb den Kopf. Komm in den Kniestand.
Bring die Klötze nach links und die Füße nach rechts. Der rechte Fuß ist über dem linken Fußgewölbe und zeigt nach hinten. Nimm die Hände in die Hüften und läng im rechten Fuß den großen Zeh, bis das durchs Bein wirkt und die Haut am Rücken abwärts zieht. Dann streck die Arme vor, spreiz die Finger, streck die Finger, zieh die Schultern zurück, bring die Arme hoch und dreh dich nach links, bring die Hände zum Stuhl, stell den Stuhl so, dass das gut passt und lass die Schultern abwärts, heb den Brustkorb. Fokussiere nochmal die Füße im rechten Fuß. Den großen Zeh längen, vom großen Zeh zum kleinen Zeh. Öffne die Fußsohle, such den Bodenkontakt. Lass das durchs Bein wirken bis zur Hüfte, bis das rechte Gesäß ranzieht. Der Steiß einwärts kommt, dann ist mehr Drehung möglich. Und im unteren Fuß, vom kleinen Zeh zum großen Zeh, mehr Bodenkontakt. Lass das auch durchs Bein wirken zum linken Gesäß, bis der Steiß einwärts kommt und dadurch mehr Drehung möglich ist. Mit der Einatmung Länge schaffen, mit der Ausatmung drehen. Und löse, komm wieder zur Mitte. Dann stell den Stuhl auf die andere Seite, komm zwischendurch in den Kniestand. Nimm auch die Klötze auf die andere Seite, auf die rechte Seite. Füße nach links, linker Fuß ist im rechten Fußgewölbe und zeigt nach hinten. Der rechte Fuß zeigt zur Seite. Hände in die Hüften setzen, drehe die Daumen abwärts, heb den Brustkorb, fokussiere die Füße, läng die großen Zehen, lass das durch die Beine wirken und bring die Haut am Rücken abwärts. Bring die Arme vor, streck die Finger. Verriegel die Ellbogen, zieh die Schultern zurück. Haut am Rücken abwärts, dann bring die Arme hoch. Heb den Brustkorb. Schau einmal hoch, dreh nach rechts. Bring die Hände zur Sitzfläche, versetz den Stuhl so, wie es passt. Lass die Schultern abwärts. Heb den Brustkorb. Und fokussiere den linken Fuß vom großen Zeh zum kleinen Zeh, mehr Bodenkontakt. Lass das durchs Bein wirken, bis dadurch das linke Gesäß ranzieht, der Steiß einwärts kommt. Im unteren Fuß vom kleinen Zeh zum großen Zeh, mehr Bodenkontakt. Lass das auch durchs Bein wirken, bis dadurch der Steiß einwärts kommt und dadurch mehr Drehung möglich ist. Heb den Brustkorb, heb das Kinn, schau nach hinten. Und löse. Komm wieder mittig. Schau eine an. Hat sich jemand dazu gesellt? Jetzt folgt noch was Nettes im Schneidersitz. Du brauchst die zwei Klötze vor dem Stuhl in einer Entfernung vielleicht 30, 40 cm davor. Und dann kreuzt du die Beine. Nimmst die Decke über die Füße, die kann man dreifach falten in dieser Form und dann über die Füße ziehen, unter die Knie, dann ist der Sitz deutlich stabiler. Bring dann die Arme zurück. Wenn du nicht auf die Sitzfläche kommst, greif die Stuhlbeine oder die seitlich an der Sitzfläche und heb den Brustkorb. Bring die Haut am unteren Rücken wieder abwärts, Sitzknochen abwärts, heb nochmal den Brustkorb. Streck die Finger, erst die kleinen Finger, die Ringfinger und geh dann den ganzen Weg zurück zum Ellbogen, zu den Schulterblättern. Zieh die Schulterblätter nochmal abwärts und heb dadurch nochmal den Brustkorb. Heb die vorderen Rippen, die seitlichen Rippen, vordere Achselhöhle. Dann stellt sich der Kopf auf, Augen kommen auf Augenhöhe. Die Achselhöhle kriegt Raum. Und löse, nimm die Hände zu den Knien,
Zieh die Schultern leicht zurück. Das machen Sie fast von selber. Und jetzt folgt eine Drehung in dieser Form nochmal. Arme vor, streck die Finger. Bring die Arme hoch. Streck die Ellbogen. Drück die Füße in den Boden. Dreh nach rechts. Ich mache spiegelverkehrt. Und nimm die linke Hand zum Knie nach vorne. Den rechten Ellbogen auf die Sitzfläche. Dreh die Handfläche hoch. Streck die Finger der hinteren Hand. Mach die Handfläche groß und bring das rechte Schulterblatt abwärts. Heb den Brustkorb, heb das Kinn, schau nach hinten. Und drück eben mit der Zeigefingerwurzel gegen die Lehne oder sogar mit der Kleinfingerseite von innen gegen die Lehne. Je nachdem, ob das geht bei deinem Stuhl. Und öffne die Handfläche vom kleinen Finger zur Zeigefingerwurzel. Lass das durch den Arm wirken zum Schulterblatt. Zieh das Schulterblatt abwärts, heb den Brustkorb, heb das Kinn, schau nochmal nach hinten. Drück gleichzeitig den rechten Sitzknochen abwärts. Und löse. Komm wieder mittig. Und du bleibst. Auch die Kreuzung der Beine bleibt. Ich drehe mich nur für die Kamera. Lass die Schulterblätter abwärts. Heb den Brustkorb. Und streck die Arme vor. Streck die Finger. Die Arme hochbringen. Sitzknochen abwärts, Brustkorb heben, Kinn heben, dann nach links drehen, linken Ellbogen auf die Sitzfläche, rechte Hand zum Knie, beide Schultern abwärts, den Brustkorb heben und drück den hinteren Ellbogen abwärts mit dem Ziel, das Schulterblatt abwärts zu bringen, das linke Schulterblatt. Dann öffne die Handfläche. Streck die Finger, lass das auch durch den Arm wandern und öffne die Handfläche vom kleinen Finger zur Zeigefingerwurzel, zum Daumen. Lass das durch den Arm wirken, zieh das linke Schulterblatt abwärts, heb den Brustkorb, heb das Kinn, schau nach hinten, bring den linken Sitzknochen abwärts, genauso schwer wie den rechten. Heb nochmal den Brustkorb. Heb die vordere Achselhöhle, die linke vordere Achselhöhle. Haut am Rücken abwärts. Mit der Einatmung Länge machen, mit der Ausatmung drehen. Und löse. Komm wieder mittig. Streck die Beine aus. Und kreuz jetzt andersherum. Bring nochmal die Decke über die Füße, um den Sitz stabiler zu machen. Das ist nicht unbedingt nötig, aber kann man mal ausprobieren. Ist ganz schön. Bring die Unterarme zusammen. Den rechten Oberarm über den linken. Ich mache Spiegelverkehr und spreche für euch. Dreh die Hände eins weiter. Zieh die Schultern zurück. Drück die Unterarme gegeneinander und zieh die Schultern zurück gleichzeitig. Streck die Finger in beiden Händen, die kleinen Finger in beiden Händen, die Ringfinger, die Mittelfinger. Lass das durch die Arme wirken und heb den Brustkorb. Heb dabei den Brustkorb. Die Schultern gehen abwärts, aber der Brustkorb soll heben. Das ist das Anstrengende in der Übung. Haut am Rücken abwärts und die vorderen Rippen heben. Und löse. Nimm die Hände zu den Knien und beobachte, wie die Schultern von alleine zurückziehen. Ein seltenes Vergnügen. Dann nochmal die Unterarme zusammen.
bring den linken Oberarm über den rechten, dass die Ellbogen weit kreuzen, dann die Hände eins weiter. Und zieh die Schultern wieder zurück, heb die vorderen Rippen. Und zieh die Schultern zurück. Dann drück die Unterarme gegeneinander und zieh die Schultern zurück. Und streck die Finger, die kleinen Finger in beiden Händen, die Ringfinger in beiden Händen. Lass die Schultern unten, aber heb die vorderen Rippen. Und löse. Nimm die Hände nochmal zu den Knien. Schau, wie die Schultern zurückziehen. Von alleine. Dass der Nacken sich aufstellt. Und dann streck die Beine aus. Ich bereite jetzt hier den Platz schon mal vor für den Abschluss. Mit einer Decke. Und einem Stuhl. Und vor der Abschlussübung wollte ich noch eine Bauchmuskelübung anbieten mit Garudasana Beinen. Du setzt dich, stützt dich hinten auf, beug die Beine leicht und schlag das linke Bein über das rechte. Hak auch den Fuß nochmal ein und löst wieder. Schlag dann das rechte Bein über das linke, hak da auch den Fuß am Fußgelenk ein, läng die Ferse weg im linken Bein und löst wieder. Jetzt nochmal linkes Bein übers rechte, auch den Fuß verhaken und dann heb die Beine in dieser Form und läng die rechte Ferse weg. Fokussiere den Rücken und im unteren Rücken die Haut abwärts, sodass der Bauchnabel hebt. Dass du dadurch balancierst und nicht ins Hohlkreuz fällst, die Haut am Rücken abwärts und die Ferse wegstrecken. Und dann löse, wechsel die Seite, rechtes Bein übers linke, den Fuß verhaken und dann wieder sich nach hinten lehnen, und die linke Ferse wegstrecken, den unteren Rücken fokussieren und die Haut am unteren Rücken abwärts, bis der Bauchnabel hebt, dass du da Länge kriegst, dass auch der Brustkorb heben kann. Läng die Ferse weg und löse nochmal. Und dritter Streich, letzter Streich, linkes Bein übers rechte. Die Balance suchen und auch die Arme parallel zum Boden, wie in Navasana. Läng die rechte Ferse weg und bring die Haut am unteren Rücken abwärts, dass der Bauchnabel hebt, die Organe heben und der Brustkorb trotzdem heben kann. Drück die Füße gegeneinander. Lass das durchs Bein wirken und löse. Stütz dich hinten auf und bring das rechte Bein übers linke. Hak auch nochmal den Fuß ein. Bring die Hände nach vorne, such die Balance. Bring die Arme parallel zum Boden. Streck die Finger, verriegel die Ellbogen, zieh die Schultern zurück. Heb den Brustkorb und läng die Haut am unteren Rücken abwärts, bis der Bauch Länge kriegt. Drück die Füße gegeneinander und läng die linke Ferse weg. Lass auch das durch die Beine wirken. Und löse. Und wir haben jetzt Shavasana erreicht. Mit Stuhl, du legst dich und bringst die Waden auf die Sitzfläche. Fersen sollten einen Kontakt haben, entweder am Stuhl oder eben hier mit Klotz. Und bring die Fersen für einen kurzen Moment auseinander, die großen Zehen
bleiben beisammen. Knie meistens auch. So. Dann nimmst du nochmal den Kopf und lenkst ihn weg, dass der Nackenlänge kriegt, den Hinterkopf weglängen. Vielleicht auch eine kleine Rolle machen mit der Decke, dass der Kopf ein bisschen mehr Höhe hat. Das Kinn sollte sinken können. Und dann leg die Arme in 45 Grad, mindestens, dass die Schulterspitzen sinken können. Die musst du vielleicht noch ein bisschen drücken, weil die selten von selber so richtig gut sinken können, dass der Brustkorb Raum kriegt für die Atmung. Das zieh die Schulterblätter nochmal Richtung Becken, dass dadurch der Nacken Länge behält. Lass die Spannung aus den Beinen. Lass das Becken sinken in den Boden. Verfolg nochmal die Linie vom Steiß zum Hinterkopf. Eine lange Linie. Lass auch den Hinterkopf sinken. Die Oberarme, die Unterarme sinken in den Boden, die Knöchel, Fingerknöchel. Gib alles Gewicht ab an den Boden. Und dann leg die Hände auf die Rippen. Bring den rechten Arm nach hinten, am Ohr entlang. Roll dich nach rechts runter vom Stuhl. Bleib noch einen Moment liegen, der Kopf ist auf dem rechten Oberarm. Und dann stütz dich auf, komm zum Sitzen. Setz dich erhöht, komm in den Schneidersitz. Bring die Hände vor der Brust zusammen. Dankeschön. Schön, dass du mitgeübt hast. Auf ganz bald.